Hier steht's, der Präsident ist eine lahme Ente. Um 20 Punkte gefallen in den Umfragen. Wir hatten die Idee, die Air Force One ins Lappland abstürzen zu lassen. Notfallevakuierung, der Präsident wird angegriffen. Die Maschine des Präsidenten wird irgendwo über Finnland abgeschossen. Der Präsident entkommt in einer Rettungskapsel. Seit Hunderten von Jahren gibt es eine Tradition. 13-jährige Jungs werden in den Wald geschickt, um zu jagen. Und was sie dann töten, symbolisiert, was für Männer sie werden. Ein Junge geht als Kind in die Wildnis hinaus und kehrt als ein Mann zurück. Es ist eine ungewöhnliche Geschichte, ein 13-jähriger Junge und der Präsident der USA. Als Oskari im Wald ist und die Rettungskapsel entdeckt, weiß er nicht, was es ist. Erst glaubt er, es ist ein UFO. Dann findet er heraus, dass es eine Rettungskapsel ist und hilft dem Präsidenten raus. Das ist die erste Begegnung der beiden. Wer sind Sie? Du weißt nicht, wer ich bin? Die beiden müssen dieses große Abenteuer gemeinsam bestehen, um rauszufinden, was für Männer sie wirklich sind. Hier ist es. Hier ist was? Der perfekte Ort für eine Jagd. Oskaris Vater hat einen Bären getötet, deshalb sollte der Junge auch etwas Großes erlegen. Also muss er den amerikanischen Präsidenten liefern. Steig auf den Hänger. Das Ganze wird zu einer Art Jäger- und Gejagter-Story. Oskari ist da draußen, um sich zu beweisen, und ich bin da draußen, um mich zu retten. Der Präsident glaubt, dass da jemand kommt, um ihn zu retten, aber irgendwann muss er einsehen, dass das nicht passieren wird. Hier ist Chinook 1, die Kapsel ist nicht hier. Gott im Himmel! Soll das etwa bedeuten, dass wir den Präsidenten verloren haben, als würde jemand seinen Autoschlüssel verlieren? Das Tolle an dem Film ist, dass es ein Thriller ist, ein Action-Abenteuer. Als Vizepräsident gebe ich Ihnen den Befehl, diese Scheiße wieder in Ordnung zu bringen. Er hat Gegner, die ihn aufspüren wollen. Eine Großwildjagd wie diese hat es noch nie gegeben. Der Hintergrund der Geschichte ist, dass der Präsident schwach ist. Und das Ziel ist offensichtlich, den Präsidenten zu ersetzen, mit jemandem, der ein bisschen mehr Biss hat. Ich habe einen Kugelsplitter 2 mm von meinem Herzen entfernt. Er arbeitet sich ran und wird mich irgendwann umbringen. Und dann habe ich mein Leben geopfert für den Schutz eines Mannes, dem nicht mal Liegestützen gelingen, geschweige denn die Führung eines Landes. Es gab diese Momente, in denen zwei verschiedene Welten aufeinanderprallen. Das macht die Geschichte für mich so einzigartig. Sein Name ist Hazar. Das ist nur ein durchgeknallter Verrückter. Faszinierender Stoff. Ich glaube, das wird verdammt erfolgreich. Ich glaube, das wird richtig spannend. Eine Wahnsinns-Story. Mr. President, Sir? Um 20 Punkte gefallen in den Umfragen. Freund und Feind bringen sich in Stellung, um mir in den Rücken zu fallen. Jemand peilt uns mit einer SAM an. Notfall-Evakuierungsprogramm einleiten. Wir müssen sie hier rausschaffen, Mr. President. Warten Sie! Irgendwas stimmt da nicht, Sir! Vor 36 Minuten erhielten wir einen Evakuierungsnotruf von Air Force One. Zeigen Sie sich! Wer sind Sie? Du weißt nicht, wer ich bin, der Präsident der Vereinigten Staaten. Ich bin Jäger. Das ist mein Wohnzimmer. Wer ist denn das? Das ist nur ein durchgeknallter Verrückter. Vor meinem letzten Atemzug werde ich Ihnen den Präsidenten liefern. Lauf, Ranger, lauf! Keine Sorge, Mr. Präsident! Ich werde dich retten! Eine Großwildjagd wie diese hat es noch nie gegeben. I've been having this vision! I've been having this vision! Breaking out of these walls! Busting out of the door! Was für eine Show läuft da eigentlich? Dann mal los. Sorge, Präsident. Ich krieg das hin. Okay. Sie wird explodieren! Erst durchladen, Arschloch!